Aus Zitrone, Minze und Wassermelone einen Sirup zu zaubern, kann ganz einfach gehen. Und wie man ihn im Thermomix herstellt, zeige ich euch heute. Viel Spaß! Als erstes schnappt ihr euch eure Baby-Wassermelone, entfernt die harte Schale und schneidet euch das Fruchtfleisch heraus. Ungefähr in solche großen Stücke. Und diese wandern nun in den Thermomix. Für euch wiege ich gern die Grammzahl ab, wie viel Wassermelone das ist. Einfach die Wassermelone hinein. Ihr solltet übrigens darauf achten, dass die Wassermelone kernarm ist. Die komplette Wassermelone ist drin und wir haben genau 1150 Gramm. Außerdem geben wir etwas Minze hinzu. Sieht schön aus, aber da sie gleich zerkleinert wird, haben wir nicht mehr viel vom Aussehen. Aber dafür ihr tolles Aroma. Und eine ganze Zitrone, einmal geteilt. Bio natürlich, Schale kurz abgewaschen. Nun kommt der Deckel hinauf. Geht ein bisschen schwer, aber geht. Wir suchen uns die Turbo-Taste. Gehen auf 2 Sekunden und noch einmal auf 2 Sekunden. Nun sollte unsere Melone, Zitrone und Minze richtig klein sein. Diese Flüssigkeit gießen wir nun durch ein Sieb, damit wir keine Stücke oder Kerne drin haben oder Blattrückstände von der Minze oder Schale von der Zitrone, sondern wirklich nur eine klare Flüssigkeit. Schön mit einem Spatel durchstreichen, wir wollen ja keinen Saft vergeuden. Und so lange fortfahren, bis euer Mixtopf leer ist und der Saft aus den Fruchtstücken rausgestrichen ist. Den Mixtopf wäscht ihr dann bitte gleich vollständig aus, damit er schön sauber ist und wir weiterarbeiten können. Die Flüssigkeit gebt ihr nun vorsichtig zurück in den Mixtopf. Ihr seht, es ist eine ganz schöne Menge rausgekommen und den Mixtopf setzen wir wieder in den Thermomix. Nun geben wir noch 400 Gramm Zucker hinzu, damit wir einen schönen Sirup einkochen können. Wer keinen Zucker möchte, kann auch zu Xylit oder sonstigen greifen. Deckel mit Messbecher kommen hinauf. Und wir stellen für 4 Minuten auf 100 Grad und Stufe 1 ein. Jetzt kurz vorm Ende, wo das Ganze anfängt zu kochen, könnt ihr die Zeit nochmal auf weitere 8 Minuten einstellen und auf Stufe 2 erhöhen. Bleibt nun unbedingt dabei, denn sobald ihr die 100 Grad erreicht habt, lasst ihr das so 1-2 Minuten köcheln und stellt dann auf 90 Grad zurück, sonst kocht euch das Ganze wahnsinnig viel über. Die letzten Minuten könnt ihr übrigens dafür benutzen, um eure Flaschen ordentlich mit heißem Wasser auszuwaschen, damit sie steril sind und werden. Der Sirup ist fertig und kann nun in die Flaschen abgefüllt werden. Fertig ist auch schon der wunderbare Melonen-Minz-Zitronensirup. Er hat so eine leicht rötliche orange Farbe, sieht sehr schön aus und duftet wirklich sehr, sehr angenehm. Im Kühlschrank gelagert ist er übrigens mehrere Wochen haltbar und verwendbar. Ihr könnt ihn fürs Lascheis verwenden oder etwas davon in euer Sodawasser geben, um ein leichtes Aroma und eine leichte Süße zu erzielen. Oder davon etwas im Sekt geben. Ganz wie ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachzubereiten und bis zum nächsten Video. Tschüss!